Der ukrainische Präsident Selenskyj hat mit dem endgültigen Aus der Gespräche mit Moskau gedroht, sollte Russland die letzten ukrainischen Truppen in der schwer umkämpften Hafenstadt Mariupol ausschalten. Obwohl sich Russland auf eine Offensive in der Ostukraine vorbereitet, greift es auch Kiew weiterhin aus der Luft an. Bei einem Raketenbeschuss gab es mindestens einen Toten. Etliche Personen kamen mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, so Bürgermeister Vitali Klitschko. Marian Grunden fasst zusammen. Russlands Kriegsstrategie, Bombenterror gegen die Zivilbevölkerung. Auch hier in Kharkiv schlagen Raketen ein. Am Boden Verzweiflung. Bitte mach die Augen auf, fleht Nina Schewtschenko ihren 15-jährigen Sohn Artem an. Doch er ist tot, wie mindestens 10 weitere Menschen, darunter ein gerade 7 Monate altes Baby auch. Auf den Straßen ausgebrannte Autos und Dutzende Verletzte. Todesangst, selbst bei denen, die es noch in Deckung geschafft haben. Trotz Russlands Ankündigungen, sich auf andere Landesteile zu fokussieren, ist auch die Hauptstadt Kiew wieder ins Fadenkreuz gerückt. Sie greifen aus großer Entfernung an. Sie greifen von Flugzeugen aus an. Sie haben ununterbrochen Raketen abgefeuert. Bürgermeister Klitschko berichtet auf Telegram von Explosionen im Südosten der Stadt und mindestens einem Toten. Erfolgreicher läuft es für die ukrainische Armee derweil rund um die zerstörte Stadt Suma. Hier gelang es, die Invasoren zurückzudrängen. Und das, obwohl die russische Grenze nur 30 Kilometer entfernt ist. Die Erfolge unseres Militärs auf dem Schlachtfeld sind wirklich bedeutend, historisch bedeutend, aber noch nicht genug, um unser Land von den Besatzern zu befreien. Die Lage in der besonders umkämpften Hafenstadt Mariupol bleibt allerdings katastrophal. Leichen auf den Straßen, von Wohngebieten ist nichts mehr übrig. Auch das Stahlwerk Iljitsch unter Dauerbeschuss. Selbst Fluchtversuche über humanitäre Korridore lebensgefährlich. Nach Angaben der Ukraine haben die russischen Truppen erneut Busse mit Flüchtlingen beschossen.